Oliver. Hallo, herzlich willkommen hier auf der Secret Lovers Carnival Special 2010. Davon Draghi hier. Ich weiß, ihr kennt mich nicht, aber ich bin es tatsächlich heute als 80s Aerobic Queen verkleidet. Hallo Vivian Gold, Grüße nach Bayern zu Stars and Stories. Was ich von hier aus sehen kann, du siehst wieder fabelhaft aus, aber es ist ja auch kein Wunder bei der Mumie, die neben dir sitzt. Grüße auch an Amanda Fields, die ich da gerade erhaschen konnte. Der Leichenbestatter hat wieder fabelhafte Arbeit an dir geleistet. Ich frage mich doch tatsächlich, wie viel Formaldehyd er benötigt, um diesen alten, verwesten Körper noch einen Tag länger am Leben zu erhalten. Gut. Neuigkeiten aus Köln. Wir haben tatsächlich Tyra Felicia Jackson dabei beobachten können, wie sie im Humana-Container um die Ecke, im Humana-Container um die Ecke ihr neues Outfit zusammengesucht hat. Wir wissen es nicht, ob sie das auf der nächsten Con tragen wird. Aber es sah auf jeden Fall wieder jetzt gerade nicht. Hallo, was ist hier los? So busy die Leute hier hinter mir. Das gibt's doch überhaupt nicht. Ach, sag mir doch, wo ihr am Besten. Grüß dich. Sacka. Nein, meine Wimpern hängen gleich in deinem Horn. Wie gesagt, Vivian Gold, grüß dir. Wie gesagt, Tyler Felicia Jackson, hot im Humana-Container, ein neues Outfit. Wir wissen es nicht, ob sie es tragen wird. Auf jeden Fall sah es wieder sehr, sehr scheiße aus. Und das ein Frauenklo frei oder geht jetzt raus? Und da ist schon die nächste Teil unterwegs. Ich habe mir heute einfach mal als Inspiration genommen, mir Oversize-Lippen geschminkt und einfach mal so auszusehen, als ob ich es nicht könnte, so wie du immer. Und ja. Grüße nach Bayern ins Dürrenparadies vom Kölner Karneval 2010. Also die sind mal ganz kurz filmen hier die ganzen Partygäste, die gerade da sind. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist die. Dein Name ist Andrea. Nee, Jelena. Das ist Jelena. Jelena Sekrana. Ja, Schöne. Woher du kommst? Frankfurt. Achso, aus Frankfurt. Ich hatte jetzt Ukraine erwartet, aber gut. Aber ich gebe erstmal ab ins Studio zurück nach Bayern. Grüße an, wie gesagt, Vivian Gold und Amanda Fields. Ihr macht das ganz fabelhaft und wir hören uns vielleicht noch später. Bussi Baba. Ray hat mich geküsst. Ray wollte ja heute eigentlich als Charlie kommen. Ray! Yo, jetzt haben wir Platz. Ray ist weg. Er wollte eigentlich als Charlie kommen. Er hat es heute wohl nicht so ganz auf die Reihe bekommen, seine Pömmel zu verstecken. Oliver, weißt du mehr? Achso. Woher weißt du, dass er eine Mini-Pömmel hat, Oliver? Hast du nach den Fotos gesehen? Patricia, hast du den Penis von Ray schon mal entdeckt? Nee, ich glaube, der hat keinen. Ist ein Eid, ja. Cousin-Eid von der Adams Family. Aber das ist ja schon Samantha Socks aus Hamburg. Der ihre Visage hat. Aber die Achselbehaarung spricht für sich. Und riecht auch für sich. Ja. Tyra Felicia Jackson heißt die gute Schatz. Ach so. Die kommt aber irgendwo aus der DDR. Die weiß das nicht. Oh, ist wieder Ostblock. Die hat nicht so Ahnung von Make-up oder Styling oder. Aber ihr nehmt sie auch nicht übel. Ich meine. Die gute kommt aus der DDR, was soll man sagen? Aus den neuen, Entschuldigung, ich möchte politisch korrekt sein, aus den neuen Bundesländern. Ist wie? Wir dürfen sie nicht mehr. So wie du heute auch. Natalia. Sie wollen alle eine Russin sein heutzutage, ich weiß auch nicht. Amerikanisch ist nicht mehr. Mara Weiske, hör bitte, bitte auf Videos zu drehen. Achso, dabei fällt mir noch was ein. Ich möchte bitte allen auf YouTube, allen Mädchen im Alter von 12 bis 20 mitteilen, dass, wenn man eine hässliche, asoziale Hartz-IV-Kackratze ist, man bitte keine Schminkvideos online stellt. Ich kotze regelmäßig davon, dass ihr alle der Meinung seid, ihr könntet euch in irgendeiner Art und Weise schminken. Wisst ihr was? Nur weil man bei DM einmal was von P2 gekauft hat oder von Essence, weiß man noch lange nicht, eine Stylistin oder eine Make-up-Artistin. Und ich finde es einfach nur schäbig, dass ihr der Meinung seid, ihr könntet anderen Leuten was beibringen. Kinders, ihr habt noch nicht mal Haare an der Mumu und wollt dann anderen Menschen das Schminken beibringen. Ich finde das
skandalös. Philipp, oder? Es ist sehr die skandalöse Situation. Oliver. Ja, äußert sich nicht, ist sprachlos. Also, Grüße an die Fuck Blitz Beauty und an die Beauty Perle. Ihr seid beide scheiße. Hört bitte auf, Videos zu drehen. Hört bitte auf, sie online zu stellen. Wie gesagt, ich kotze regelmäßig, ich lache regelmäßig. Und das tut man fast auf deine Füße. Ich speie auf meine Füße, genau, Philipp, dankeschön. Und es ist einfach nur ein Fremdschämen. Es ist Fremdschämen durch und durch.